Herzlich willkommen, liebe Leute, auf meinem YouTube-Kanal. Wir machen jetzt ein Gitarren-Tutorial. Viele haben sich gewünscht, dass ich einfach auch mal ein paar Sachen erkläre, die wir SDP-mäßig spielen oder die ich angefangen habe. Und deswegen, Blues ist die Wurzel allen Übels und allen Guten. Deswegen starten wir einfach mal. So geht es hier. Super. Ja. Ja, wir hatten eigentlich was anderes verabredet. Was anderes? Wir wollten eigentlich den Abschluss-Tourblock machen. Wir wollten am Ende, heute ist der letzte Tourtag, machen wir wieder so einen großen Tourblock. Die Leute wollen doch die drei Akkorde lernen, aus denen Vincent diese Songs schreibt. Ja, das kannst du ja gerne auf deinem YouTube-Kanal machen, aber wir sind jetzt hier gerade für was anderes. Mann, Alter, dein Ernst jetzt? Schon, ja. Was soll ich denn jetzt machen? Die Gitarre weglegen. Na, was soll ich jetzt machen? Ich zeig dir Ausschnitte aus den Tourvlogs, die wir gedreht haben, und wir reden ein bisschen darüber. Das ist für dich das Nutella-Brot. Also mach ich jetzt kurz fertig. Wie viel Nutella willst du drauf haben auf dem Nutella-Brot? Nee, ich mach mehr. Noch mehr drauf? Liebe Kinder. Ich will ja auch, dass man immer was lernt. Ein richtiges Nutella-Brot. Nuss-Nougat-Creme. Ja, Nuss-Nougat-Creme. Also ihr nehmt das billigste, dreckigste Weißbrot, irgendeine Butter oder Margarine und dann haut ihr die Nuss-Nougat-Creme rauf. Es heißt ja auch Nutella-Brot. Da sieht man ja auch schon was sozusagen. Nuss-Nougat-Creme-Brot. Nuss-Nougat-Creme-Brot. Das Verhältnis sieht man da schon. Ihr nehmt so viel Nuss-Nougat-Creme-Nutella und so viel Brot. Das ist das Verhältnis. Das zeige ich euch jetzt mal. Sag mal, Doug, was hat das mit dem Zehner da auf sich? Zehner? Da war ich nach so einer Autogrammstunde, bin ich nochmal so durch die Halle gelaufen. So richtig so. Na, da, 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 oh, my life, oh, schwarz-weiß. Hab nachgedacht, so früher gedacht, wie die Konzerte so, die Leute so. Die Sachen halten. Na, na, na. Und dann laufe ich so durch das Konfetti am Boden, so nach dem ganzen Feeling. Und dann liegt da dieser 10-Euro-Schein zerknüllt. Den hat ein Fan liegen lassen. Und dann habe ich ihn halt mitgenommen. Was jetzt überhaupt keine höhere Bedeutung hat eigentlich. Ne? Was soll das bedeuten, dass der 10er zwischen dem Konfetti lag? Aber dann habe ich ihn eingerahmt und das ist jetzt unser, haben wir selber verdient mit dem Konzert. Dann fangen wir schon mal an. Welche ist die dünnere Brötchenhälfte, Arne? Die? Oder die? Die. Die ist noch zu dick. Da müssen wir jetzt noch was abschneiden. Man nehme Butter. Ohne Butter ist es auch, das ist auch einer der größten Fehler. Lasst euch niemals erzählen, da muss keine Butter drunter. Darum ist es ja auch so lecker, weil die Hauptzutat da drin ist lecker. Hauptzutat lecker. Lecker muss da rausgeholt werden. Das ist Minimum. So viel Nuss-Nougat-Creme muss darauf. Ja, fertig ist das Nuss-Nougat-Brot. Hallo, ich bin Phil. Ja, also. Du alte Schlauerbacke, du. Es ist ja so, unsere Blogs sind ja nicht jetzt so nur so Spaßblogs, wo wir Witze machen oder irgendwie, sondern es sind ernste Sachen, wo auch die lieben Kinder, aber auch die Erwachsenen im hohen Alter noch was lernen sollen. Also Sachen, die man wirklich im Alltag gebrauchen kann. Nicht irgendwie so Quatsch, so sagen wir mal eine Kurvendiskussion oder so ein Blödsinn. Braucht ja kein Mensch im Leben. Aber wie macht man sich ein anständiges Nuss-Nougat-Creme-Nutella-Brot? Das ist ja wirklich eine Frage, die Menschen schon seit Generationen beschäftigt. Ja, wenn in dem Kommentar jemand fragt, Kommentar jemand sagt, ihr seid mein Vorbild, wer ist denn jetzt das Vorbild? Du, Alter, oder ich? Kann man ja mal fragen, wenn hier einmal jemand schreibt, ihr seid mein Vorbild, wer ist denn jetzt genau das Vorbild? Ich oder Vincent? Weil das, man kann nicht beides gleichzeitig. Ich wäre auch gerne beides gleichzeitig. Man kann nicht, ja, wir würden das ja. Aber das funktioniert, es ist unmöglich. Es ist wie Feuer und Schmalz. Es könnte nicht beide sein, es geht nur einer. Ihr könntet höchstens euch zum Vorbild zu nehmen, dass ihr mit jemandem, der augenscheinlich so anders ist als ihr selber, wie hat der Satz angefangen? Der sollte so deep werden. Genau, als Vorbild nehmen, dafür nicht immer nur nach vermeintlichen Gleichheiten und Gemeinsamkeiten bei anderen zu suchen, um mit ihnen befreundet zu sein, sondern vielleicht gerade in den Unterschieden und in den Punkten, an denen man sich reibt, die Bereicherung zu sehen. Amen. Das ist ja, was ist denn da gemacht, Arne? 8 Uhr! Herr Lösch steht auf und übt Nutella-Brote schmieren. Herr Lösch, da kommt er. War ich noch nie dabei in dem Moment. So sieht es also aus.
Das heißt, Arne war als erster wach, okay. 8 Uhr, jetzt sehen wir mal das. Chris Cabal, bester technischer Leiter und übelst bester Neuzugang auf der jetzigen Tour im Team. Ah, Chris steht also später auf. Nee, der ist schon länger wach. Der ist schon länger wach und der muss überlegen, wie der Buscode ist. Hält den Flohsackhaufen beisammen, hat hier eine rote Mütze auf und plötzlich, Alter, später jetzt auf der Tour, hat er immer eine blaue Mütze auf. Sag ich mal Blueberry. Ich bin eigentlich hier mit der Kamera reingekommen, weil ich heute ein neues Tourblock-Konzept ausprobieren wollte. Mhm. Und zwar den spontanen Tourblock. Ist übrigens auch schön. Hast du mal diese Kantinenatmosphäre hier gefilmt? Das ist nämlich geil. Guck mal, also ich bin ja Langschläfer, habe ich ja schon mal gesagt. Auf der Tour bin ich ein sehr, sehr langer Langschläfer. Im Alltag ja eigentlich nicht. Aber wenn man dann so um 11 Uhr mit so einen Augen aus dem Bett gekrochen kommt, so ungefähr. Was machst du? Mach Kaffee, was ganz gemütlich was trinken. Dann kommst du hier rein, machst so Bing. Und du denkst, okay, hier wird erstmal eine Not-OP durchgeführt. Ist das ein Kreissaal oder gibt es hier Essen? Dark und ich sind ja sehr lichtempfindlich. Ich weiß nicht, es gibt irgendwie Menschen, denen ist es scheißegal, wie das Licht ist. Hauptsache hell, ich will ja was sehen. Die Atmosphäre muss stimmen. Und darum haben wir zum Beispiel, wir beide mögen das, klingt auch ein bisschen blöd, ne? Aber wir mögen es, wenn es zum Beispiel Räume gemütlich beleuchtet sind, indirektes Licht und so. Und dann manchmal ist es halt wirklich so, du kommst morgens, du stehst auf, willst einfach nur gemütlich so in den Tag starten und dann macht es hier. Deswegen steht auf unserem Backstage-Rider, dass wir dimmbares, angenehmes Licht brauchen. Klingt halt, als wäre es von Mariah Carey auf diesen Zettel geschrieben, aber es ist halt wirklich... Die kann gar nicht Deutsch. Ja, aber jetzt mal. Aber das ist doch jetzt nicht wirklich dein Ernst, da schimmert ja sogar das Brot noch durch. Ich war so entsetzt, du hast vollkommen recht. Was soll der Quatsch? Ist es wirklich, es macht mich halt wieder so aggressiv. Ich hab's ihm noch wirklich eine Sekunde vorher vorgemacht, wenn man es richtig macht, und er macht es wieder falsch. Es ist natürlich nicht so, dass jetzt irgendwie der Tourmanager F, der übrigens der beste Tourmanager der Welt ist, jetzt kein schlechtes Wort über F wieder, Arne. Der F ist ein super Typ. Ist ein super Typ. Aber F hat es halt noch nicht verstanden, wie es geht. Lass mir ganz kurz die Kamera zeigen. Arne. Das ist Arne. Arne kennt sich mit Tellerbrotten richtig gut aus. Aber Arne hat auch abgenommen. Darüber wird zu wenig geredet. Arne ist gut dabei abzunehmen. Und ich sehe Arne. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, aber ich sehe ihn ja immer nur so alle paar Monate dann wieder für einen längeren Zeitraum. Und wir werden uns im Sommer bestimmt wieder sehen, ne? Da muss ich aufpassen. Da wird er mir die Show stehlen. Optisch. Kein Vergleich. Optisch. Kein Unterschied. Wird ein Bruder sein. Mhm. Vincent? Der Arne weiß auch wenigstens, wie man Nutella-Brot macht. Das weiß er wirklich. Du darfst es auf gar keinen Fall so rausgeben. Beim Quatsch, ich komme mir viel cooler vor, während ich rede, als ich wirklich in Wirklichkeit rede. Dicker, es ist wirklich traurig. Also, krass zum Beispiel, ich sage doch irgendwie, will ich noch ein paar Knarren kaufen? Noch eine Knarre holen, Alter? Ist doch geil. Meine Stimme klingt so, ne? Soll ich eine Knarre mitnehmen? Und ich denke, dass ich sage, ey, will ich noch ein paar Knarren kaufen? Es ist halt wirklich ein Kreuz. Thilo Brandt, wieso hat der meine Tasche, Alter? Der hat meine Tasche! Kilo. Darum ist der auch kurz vor der Show immer müde, weil der um 9 Uhr aufsteht. Was soll denn der Quatsch? Was macht denn der um 9? Was macht er zwischen 9 und 13 Uhr, bis ich dann da komme in den 4 Stunden? Das ist wirklich spannend. Das ist ein bisschen aber auch wie bei Paranormal Activity. Das ist eine Uhrzeit, da bin ich ja noch tief im Haier-Schnuppelland. Um 8 Uhr wache ich manchmal auf, dann gucke ich nochmal auf die Uhr und dann fange ich an zu lachen. Und dann drehe ich mich von links nach rechts. Das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen Gefühlen. Vom Gefühl her. Und mein Stolz liegt längst schon auf dem Müll. Und doch weiß ich, was ich will. Ich will dich. Also ich bin ja schon bekennender Wolle-Petri-Fan eigentlich, seit ich meine Wolle-Petri-Coverband gespielt habe. Und es gibt schon gewisse Parallelen zur SDP. Vielleicht. Wie ernsthaft dein Blick ist, weil du im Vollduff denkst, dass du so krass schnell dem diesem Gummiding aus... Das, ich denke, ich mach's gut, ne? So krass, wie krass du dem Ding ausweichst, aber es ist halt in so einer Geschwindigkeit.
Ich hab nichts gemacht, Digga. Wie F reinkommt schon wieder, wie als... okay, es sieht wirklich nicht schlimm aus, muss man schon sagen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen, wie wenn du so ein Überwachungsvideo anschaust und dann danach erst checkst, was passiert ist. Weil wenn du siehst, bin ich zu spät reingekommen. Oder bin ich wirklich bekommen, wie Ananas geflogen sind und wie alle in den Tag geflogen ist. F hört das Scheppern, Alter, und dann, dann rennt er so los, so. Also schmeißt sein Nutella-Brot zu dünn geschmiert zur Seite und rennt los, Dicker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da hat irgendwas gemacht wieder. Und was er sagt, ich weiß nicht, ob man es versteht, er sagt halt, ey, Gesicht. Es ist wirklich scheiße, die waren hier übelst nett zu uns. Na, 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 na. Ja, Dicker, ist ja das klar. Das ist ja auch keine Antwort, weil wir uns schlecht behandelt gefühlt haben. Im Gegenteil, wir fühlen uns wohl. Wenn wir Schäden verursachen aus Versehen, wie mit dieser Ananas, bezahlen wir das natürlich, das ist schon mal das Erste. Es ist auch eine Anspannung, die in so einem Moment von mir abfällt. Und es ist auch menschlich, Alter. Hast du da, so wie der Backstage schon aussah, hast du da nicht auch ein bisschen zu Tourmanager versagt? Nee, das ist leider falsch, deine Aussage. Nicht als Mensch versagt. Als Freund, als führende Hand habe ich da versagt. Lukas! Lukas ist einer meiner liebsten, besten Freunde. Ihr wisst, man hat nur zwei, drei unter 100.000. Und deswegen versuchen wir immer, dass er auch ein bisschen mitkommen kann und teilhaben an diesem verrückten Game. Und diesmal hat es wieder geklappt auf einer Rutsche. Zum Beispiel, wenn er jetzt hinter meinem Rücken so oder sowas machen würde, das wäre halt sehr verletzend, ne? Weil ich ihn halt wirklich mag. Das war nämlich die Zeit, der Anfang der Tour ist Dark immer vor mir aufgestanden, ist dann in unseren Backstage-Raum reingegangen, den wir uns teilen, hat alles zugemüllt, dann kam ich an um 13 Uhr und konnte noch so das letzte, so die kleine Ecke hinten daneben. Aber jetzt, ich bin echt doof, jetzt die letzten zwei Dates von der Tour habe ich beschlossen, dass ich ab jetzt den Rest der Tour immer vor Dark aufstehen werde und ich breite mich gnadenlos im Backstage aus. Da trägt Lukas meine Tasche, aber nicht weil er dafür bezahlt wird, sondern weil er mir helfen möchte. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Hey Doug, ich habe ein neues Tourblock-Konzept und zwar den spontanen Tourblock. Mal so einen echten Tourblock, weißt du? Was ist denn jetzt an den anderen nicht echt gewesen, wenn ich dich mal fragen darf? Die Leute haben ein Recht, das zu erfahren. Was meinst du mit nicht echt? Die anderen Tourblocks hatten ja immer so eine Story, ne? Was meinst du mit nicht echt, Arne? Du weißt also genau, dass wir eine der authentischsten Bands sind, die es jemals gab. Und nur weil diese Sachen manchmal lustig sind, sind die ja nicht echt. Deswegen jetzt, gerade wo ich hier spontan reinkomme, bist du ja auch mega witzig. Ja, du bist ja auch total lustig gerade. Ist das Konzept, das neue Konzept für dich cool? Ja. Anne, ich finde es geil mit deinem Engagement, aber ich hab wirklich kein Leben mehr, Alter. In meinen Augen seid ihr Abfall. Menschlich-medialer Abfall, Abschaus. Also ja, zu Darks kleinen Gepöbel, sobald er nicht im Bild ist, merkt man ja hier sogar, also er pöbelt sofort immer rum und will sich überall einmischen. Dabei ist es eine Sache, die eigentlich nur mich und Arne was, also oder Arne und mich angeht. Arne hat dann eines Tages die Idee gehabt, wir machen den spontanen Tourblock. Eine lebensgefährliche Sache, Idee war das, ja. Arne, da brauchst du jetzt gar nicht so doof grinsen. Von nervig bis lebensgefährlich war alles dabei. Und Arnes Idee war ja nicht so, am Anfang war das ja so, ich komme mal rein und halte mal kurz spontan die Kamera irgendwo hin und dann passiert was. Aber irgendwann, es ist halt ausgerufen und Arne hatte nur noch eine Kamera dabei und war nur noch an meinem Arsch. Geil! No. So, also der alltägliche Touralltag, Vincent beim Essen. Aber was soll man dazu sagen? Ja, darüber habe ich gerade geredet. Arnes Idee war, wir machen spontan was. Vincent, hier, die Zuschauer, du musst sie beeindrucken. Mach mal was. Iss zum Beispiel die Tulpen. Arne hat gesagt, ich soll die Tulpen. Das hat er gesagt. Und jetzt komme ich nicht mehr runter von dem Scheiß. Einer meiner Lieblingsmomente hier auf der Tour. Legendär, legendär. Tulpen sehen schön aus, aber wenn ihr einmal auf dem Zeug drauf seid, da braucht ihr Jahre, um da wieder runterzukommen. So. Und also ich erinnere mich da ein bisschen anders. Also ich glaube, ich habe einfach mein Handy rausgeholt und du hast angefangen, Tulpen zu essen. Ja, cool. Ja, ey, ist ja cool. Probiert es mal aus, liebe Kinder. Geht mal mit dem Handy irgendwo hin und guckt mal, ob Leute einfach anfangen, Tulpen zu essen. Arne macht Videos und Fotos, aber was ihr eigentlich nicht wisst, das ist meine Theorie, ist, dass der eine riesengroße Tulpenplantage hat. Und ich spreche nicht von Eigenkonsum und Eigenbedarf, sondern im ganz großen Stil. Wenn ich ihm eh nochmal das SEK auf den Hals setzen, dann werden die, der Wärmebildkamera werden die das sehen, dass du das züchtest, das Zeug.
Und jetzt kommt er nämlich immer jeden Tag an, sagt Vincent, na, wie sieht's aus? Ich hätte einen Strauß Tulpen für dich, nur ein 20. Eigentlich verkackt beim Klavierspielen und ist dann so überspielt, indem er einfach nur auf die Tasten haut. Ich weiß schon, dass ein ernstes Problem ist, was er gezeigt hat. Bist du schon wieder auf Tulpe, Digga? Nee, aber ich hab's vorhin schon dargestellt, dass Arne halt mit seinen spontanen Tourblocks mich halt in die Drogensucht gedrängt hat. So. Genau so ist es, so kennt man ihn. Ne? So. Also diese Dramatik immer, die ist immer dieses bis aufs allerletzte noch herausholen an Gefühlen. War auch der Running-Gag, ja. Dann, ne? Mhm. So, überall kamen Tulpen um die Ecke. Genie-Strich. Perfekt, ich muss auch immer noch lachen, wenn ich Tulpen sehe. Also hört jetzt endlich bitte auf, Vincent Tulpen auf die Bühne zu schmeißen und so, weil das ist irgendwann auch nicht mehr lustig. Auf jeden Fall süß, wie er sein eigenes Requiem spielt. Ja. Arne, bitte. Ich kann dieses Tulpen-Thema nicht mehr hören. Was, wie viele Tulpen wir nachgeschenkt bekommen? Wir kriegen jeden Tag Tulpen geschenkt. Jeden einzelnen Tag. Tulpen Film haben wir geschenkt bekommen, ein Buch über Tulpen, gemalte Tulpen, Tulpensträuße, zig Tulpensträuße, wir haben sehr viele Tulpensträuße im Nightliner. Die Jungs heben jedes einzelne Fan-Check auf und packen sie in den Nightliner, dementsprechend sieht der Nightliner langsam aus wie ein scheiß holländischer Blumenladen. Rafiki! Raphael Seidel, unser Bassist. Vier Saiten. Ein Grundton. Fürst Grundton, der König der Tiefe. Er hat viele Namen. JJ, unser DJ, ist natürlich unterfordert. Der kann auch wirklich Musik machen bei uns auf der Bühne. Sieht er gut aus, aber weil er so gut aussieht, stellen wir ihn halt nach hinten. Ich kann mich an den Tag erinnern. Das war der Tag, als ich die Stimme verloren hatte. Und da bin ich aufgestanden und habe gemerkt auch, dass ich keine Stimme habe und war voll panisch. Hab dann aber die Kamera gesehen und hatte gute Laune, aber das kommt bestimmt gleich. Ey, so komm ich nie sympathisch rüber, Arne, wenn du so weitermachst. Wie soll das denn funktionieren, Alter? Arne, merkst du schon selber, dass du den Shutter Speed falsch eingestellt hast und deswegen die LED-Lichter so flackern, ne? Ich bin Fotograf. Sieht scheiße aus. Ich bin Fotograf. Dem gesagt wurde, film mal ein bisschen mit. Ich bin Sänger, der das sieht. Obwohl ich gar keine Ahnung davon habe. Ich finde, du kommst mega sympathisch rüber. Ab jetzt machen wir nur auf die sympathischen Dinger. Okay, ich wäre bereit für sympathische Sachen. Hm? Ja, Arne, willst du einen Drink? Dann mach ja, dir einen. Ja, sehr gerne. Dann mach dir einen. Achso, okay. Ach nee, wir waren ja im sympathischen Modus, ne? Ja. Nee, das ist aber einer für den Onkelpapa, der haut sich aus den Latschen, wenn sie es sagen. Prost. Das ist der Grund, warum Arne ist so lieb mit uns. Dieser Tag und ich bin einfach sympathische Typen. Da möchte man einfach mal Zeit verbringen. Da redet man über nette Themen. Ey, Arne, sag mal, hast du heute so einen Award bekommen eigentlich? Oh, ich habe heute einen Award bekommen, oder? Ja, von diesen unsympathischen Typen, ne? Moment. Nee, muss man dazu sagen, also wir sind natürlich schon richtige Ekelpakete, aber wir sind natürlich nur so zu Menschen so eklig, wo wir wissen, dass sie es ertragen können, die wir wirklich lieb haben. Das hast du sehr nett gesagt. Also im Prinzip könnte ich mir jetzt auch einen Wikipedia-Artikel anlegen, oder? Weil damit bin ich relevant. Du bist sowieso super relevant, warum hast du keinen Wikipedia-Artikel? Ja, weil ich noch keinen Preis oder sowas gewonnen habe. Das hat mir jetzt mal hier erledigt. Also ey, mach doch mal für den jungen Herrn doch mal einen Wikipedia-Artikel. Arne wünscht sich zu Weihnachten einen Wikipedia-Artikel. Bitte macht mal irgendjemand. Damit man einen anlegen kann, braucht man da irgendwelche zusätzlichen Rechte eigentlich? Doch, das kann jeder, aber man muss, dass man einen Wikipedia-Artikel bekommt, dafür muss man gewisse Bedingungen erfüllt haben. Relevanzkriterien. Also zum Beispiel Preisträger sein. Ja! Superhit geschrieben haben oder ja! Platin-Preisträger Arne Müseler. Das ist, glaube ich, Wikipedia-Artikel. Ja, okay. Macht mal einen. Macht mal vor allen Dingen, damit ich da auch so ein bisschen dran rumschreiben kann. Sag mal, Kars.
Kannst du mir erklären, warum ich blute? Nö, also ich kann es mir nicht erklären, du, Scheiße, das war der blutigste Handshake aller Zeiten. Arne, wir haben es hinbekommen, Alter. Arne, guck mal, wie gefällt dir denn dieser spontane Tourblock? Zeig doch mal deine Hand. Wann ist euer Tourblock? So, ja, schön. Und hier, guck mal, die Sanitäter. Zeig doch mal was Spontanes. Im Gegensatz zu anderen Protagonisten dieses Tourblocks nehme ich das mit dem spontanen Ernst. Cars hat mir die Hand durchstochen. Nee, du hast dir an Cars die Hand durchstochen. Weil Arne so auf coolem Handshake mit Cars. Jo, wir sind alle cool miteinander. Habt ihr das nicht desinfiziert? Habt ihr das gerade richtig gesehen? Einfach werden nicht desinfiziert. Warum werden denn Wunden nicht desinfiziert? Da können die Kinder ja noch was lernen heute hier. Diese Jacke von Cars, die hat er nie gewaschen. Also wirklich nie. Tut mir jetzt leid für dich. Hand ins Krankenhaus nehmen. Wenn die Hand ab. Ja, bitte nehmt ihn mit ins Krankenhaus. Ich fahr mit. Die reinigen das und die nähen das mit einem halben Stich. Oh Gott, Arne, es tut mir so leid. Ist natürlich auch ein bisschen gemein. Also, ich meine, du warst natürlich, es war eine lebensbedrohliche Situation. Du warst eh schon mit Adrenalin ein bisschen unmündvoll und dann hat natürlich die Todesangst eingesetzt. Sieht man ja. Du hast ja bestimmt auch so diverse Milliliter Blut verloren. Dann kannst du vielleicht mal was sagen? Du warst so im Schock, du wolltest die Sanitäter gar nicht haben, so weil er so im Schock war. Das ist so wie so jemand, der einen Autounfall hat und dann sagt: Oh Gott, meine Schuhe sind dreckig. Weißt du, so im Schock. Ich habe gesagt: Nein, Mann, die Ärzte, sie müssen kommen und die Sanitäter waren denn da. Du wolltest sie gar nicht. Echt eine blöde Situation, die ich dich da gebracht habe. Und dann habe ich halt noch die Kamera genommen und war noch betrunken und habe mich auch noch lustig über dich gemacht. An dieser Stelle auch eine Entschuldigung von mir. Hey, two, so, hey, yeah, so. Ja, also ich weiß auch nicht. Dieses Jonathan, unser Monitormann, der dafür sorgt, dass wir einen geilen Sound in den Ohren haben. Und diese ganzen, alle, die mit Ton zu tun haben und da irgendwie... Er checkt natürlich, ob es irgendwie ein Feedback gibt, aber die haben irgendwie, ich glaube, die lernen eine eigene Sprache bei sich in der Uni oder in der Schule. Und die machen alle jap, zap, jap, jap, zap, zap, au, zap. Und das müssen wir den ganzen Tag hören. Das, ja, hartes Arbeiten, würde ich sagen. Das zeigt am besten auch tatsächlich das Technikerleben, was man hat, sich irgendwelche Sachen in den Mund zu stecken. Wir sind doch nicht sicher, ob es nicht vielleicht noch eine Geheimsprache ist und die ganze Zeit irgendwie über uns lästern. Ja, die sagen immer nur, die Vincent und Tag heute Abend werden sie richtig sehen. Ja. Hey, ja, zap, vielleicht bist du zap. Ja, zap, fick dich, zap, ey, ja, zap. Du bist ja, ich bin zap wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, zap, ja. Was wir von Tag ja auch gar nicht wissen, tatsächlich, ist ja, dass man das eh nicht, also man hört die ja draußen gar nicht. Und so, da laufen ja dann Sachen ab, die Gags und so, ne, das kommt ja alles vom Band, aber das wissen die Jungs nicht. Jetzt kommt Vincent. Ja, auf jeden Fall. Du Spaß. Als ob ich eine Stunde lang da rumgewedelt habe am Bus. Das stimmt doch alles gar nicht mit der Zeit. Ey, ich bin auch um 11 aufgestanden. Du bist voll der Idiot. Jetzt spielt er hier wieder den lockeren, ich trage meine Tasche und habe eine Kapuze auf. Aber innen drin, da brodelt's. Phil ist wirklich noch nicht aufgestanden, ne? Phil ist nicht drauf, weil da war der Akku leer. Phil! Ey, Phil ist wirklich so, also man muss ja auch fair sein, also die jetzt gerade ist Soundcheck, jetzt ist 15:30 Uhr, da hat die Band eigentlich das erste Mal was zu tun, weil früher war es ja noch so, dass die Musiker ihre Instrumente aufgebaut haben und so, das wird ja alles gemacht für die, das heißt, die kommen um 15:30 Uhr auf die Bühne, alles steht und die müssen nur noch spielen und theoretisch könnte man also bis 15 Uhr schlafen, nicht nur theoretisch, praktisch macht das Phil auch oft. Ich schwöre dir, das ist der beste Bananenkuchen, den du in deinem Leben gegessen haben wirst. Wirklich. Wenn es süß ist, dann ist es in seinem Gehirn gleich so Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong. Feiert er sofort. Wie normal ist es in seinem Gehirn? Ping-Pong, 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 Ping-Pong. Es muss einfach nur so einen coolen Namen haben, Alter, und so ein bisschen schlecki-süß und dann ist er Feuer und Flamme für die Kacke. Was soll ich denn dazu jetzt sagen, Mann? Ich liebe Bananenkuchen. Fast selber Banana-Pancakes. Banana-Pancakes sind auch noch richtig geil. Die klingen auch ein bisschen fancy. Also ist auch mit dem Grund, warum ich es so mag. Weil ich mag sagen, die fancy klingen und süß, lecker sind. Da kann ich vollkommen rein. Ich meine, das Coole auf Tour ist ja wirklich halt auch, eine der coolen Sachen ist, dass man das halt jeden Tag wirklich, meistens halt wirklich hervorragend gekocht wird. So für jeden Geschmack was dabei, egal vegan, vegetarisch oder halt süßes Schlecker lecker, ne? F ist ein Schleckermäulchen, was aber nicht weiß, ob man das nur man erstreitet es halt ab, aber ich war mit ihm auch schon im Urlaub. Ich war mit ihm auch schon. Aber nur weil du die Pause gemacht hast. Ich war mit ihm auch schon im Urlaub. Wenn du gesagt hast, ich war mit ihm schon mal im Urlaub, dann hätte man gedacht so. Wir waren nicht nur zu zweit, es waren noch andere Männer dabei. Auf jeden Fall weiß ich, dass er auch privat ein Schleckermäulchen ist. Ach nee, das geht jetzt schon.
Und die anderen so mit dem Urlaub waren ja auch private Schläger. Stell dich vor, so Pancake oder so die Banane mit so leicht reingedrückten Pancake und getreten und so, damit er so kross goldbraun und so ein bisschen Ahornsirup drüber und dann mit der Gabel so in diesen Pancake reinstechen und so. Lass euch schmecken. Naja, ich würde gern was an die Leute sagen, Digga. Das kannst du gerne machen. So, danke sagen für die Tour, weil es bedeutet mir wirklich sehr viel. Aber ich kann es nicht. Ich fange an zu weinen. Also im Ernst jetzt. Also, es war wirklich wunderschön. Ich weiß, es klingt alles so ironisch, weil ich immer so verschmitzt grinse. Aber es war wirklich wunderschön auf Tour. Und das, obwohl Dark dabei war, also musikalisch war es super, obwohl er dabei war. Und auch so war es schön, obwohl er dabei war. Ey, es war eine wirklich schöne Zeit. Nee, es war mega. Es war echt sehr, sehr schön. Jetzt auch heute nochmal am letzten Tag, wenn ich das so sagen darf für den Blog, ne? Aber heute nochmal, wo sich alle auf der Bühne getroffen haben und so und dann nochmal die ganze Tour Energie sozusagen zusammengeflossen ist, war das echt, echt sehr rührend. Also eine große Ehre, hier dabei gewesen sein zu dürfen, diese Tour-Family mal mitzubekommen, wie viel Liebe hier drinsteckt und so. Wirklich sehr schön. War geil. Danke, dass wir dabei sein durften. Ich bin tatsächlich ein bisschen stolz, Teil dieser Produktion zu sein und nette Menschen kennengelernt haben. That's it. Es ist ja immer so ein bisschen so, muss man sich vorstellen, dass wenn man so ein Album macht und man geht dann auf Tour, ist ja sozusagen dieser ganze Albumprozess, der dauert so lange, bis dann das Album überhaupt draußen ist. Man schreibt die Lieder, man sitzt im Tonstudio, dann hofft man, dass den Leuten die Songs gefallen. So, dann macht man Musikvideos, dann bringt man das Album raus und dann ganz am Ende geht man sozusagen ja fast ein Dreivierteljahr, halbes Dreivierteljahr oder ein Jahr später auf Tour und dann trägt man sozusagen so die Früchte, ja, also dann geht man erst zu den Fans und kann die Lieder wirklich live machen und sie hat wirklich so einen direkten Kontakt und das ist natürlich immer voll die geile Sache und einerseits hat man so ein bisschen Angst, dass man vielleicht krank wird oder dass irgendwas nicht klappen könnte, dass es den Leuten die Konzerte nicht gefallen, dass es irgendwie nicht voll ist oder was weiß ich. Aber andererseits ist es natürlich auch voll geil und wenn man jetzt so am letzten Tag ist wie heute, ist man auch echt ein bisschen traurig. Also einerseits ist es so, dass man sich natürlich freut, dass alles so geil war, ja. Ich bin ja eher sowieso so ein Typ, der eher sagt, das Glas ist halb voll als halb leer. Das heißt, ich sage einfach, das war mega geil und voll cool, aber es ist auch irgendwie voll traurig. Nicht traurig, weil man jetzt ja dann nicht mehr unterwegs ist, sondern wir spielen jetzt ja nochmal Festivals, aber dann fängt halt alles wieder so von vorne an. Dann macht man ein neues Album, neue Tour. Und ja, das war ein bisschen schade, weißt du? So ein Album ist ja auch wie so kleine Kinder. Und die sind jetzt groß geworden. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei dir bedanken. Bei mir? Ja, du hast es gut gemacht. Danke, Mann. Ja? Ja. Durchaus Momente im Leben, wo ich daran zweifeln würde, dass du das auf allen Ebenen so durchstehst. Auch mit mir durchstehst. Auch mit mir durchstehst. Aber auch sonst so. Aber das war sehr schön. Ja, ich bin ein Wunder der Technik. Also Fakt ist, ihr merkt ja schon daran, dass wir rumwitzeln, dass es uns wirklich sehr viel bedeutet. Wir schütten jetzt nicht unser Herz für euch aus, könnt ihr voll vergessen. Ich habe vorhin schon mein Herz ausgeschüttet. Was kommt denn raus, wenn man jetzt einen Stein ausschüttet? Was kommt dann dabei raus? Kieselstein. Tschüss, ich gehe jetzt einfach. Moin. Was denn? Boah, unprofessionell. Krass unprofessionell. Ey, Arne, kommen da gerade Nachrichten, während wir einen Dreh haben, ist auf dein Laptop gepiept. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe in deinem eigenen Interesse, dass die Kamera nicht an ist. Und wir kommen auch gerade an, die kommen gerade mit Autos rein und kommen auch an den Securities nicht vorbei. Ich gebe kurz da. Und der wird so schnell wie möglich bei dir melden, also vielleicht, okay? Wie fühlst du dich in solchen Momenten? Was soll ich dazu sagen? Wie soll ich mich da fühlen? Wenn ich rausgehen würde, um Kumpels reinzuholen, während Vincent irgendwas dreht, das würde
Weiß nicht. Also so unvorstellbar im Grunde. Hast du schon mal über Solo-Projekte nachgedacht? Solo-Projekte? Mhm. Ich betrachte SDP als Solo-Projekt. Lass da so komisch. Okay, da bist du fertig mit der Scheiße? Denkst du immer noch, die dich da alle vollschleimen, sind deine Kumpels, ja? Cool, danke. Schickst du ja eh nochmal zur Freigabe, gell? Natürlich, klar. Gerne.